Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Und letztes Mal habe ich versprochen, mich schalau zu machen. Schalau mit Lau. Und nachzugucken, was denn die Lösung ist. Und wie ihr seht, stehe ich hier wieder vor dieser Wand, wo wir letztes Mal den Erkennungsspell gemacht haben und der nicht gewirkt hat. Und der Grund ist ziemlich simpel. Ich wollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen und das hätte ich machen sollen. Nämlich. Die Lösung ist ganz einfach, den Erkennungsspell in der stärksten Ausprägung zu sprechen. So nach dem Motto, wir haben die große Kanone, jetzt verwenden wir sie auch. Und da erscheinen die Türen. Diese drei Statuen hier, die waren tatsächlich nur für einen Bonus, für ein Enchanted Gladius, was wir noch hätte bekommen können. Dafür hätten wir aber die blaue Statue in einem vorherigen Level finden müssen. Das haben wir leider übersehen. Ich habe mir nicht gemerkt gehabt, dass der Gang hier zu dem Ding führt, wo wir mit... Ja, das ist die Stelle. Wo wir Architekten vorher runtergelassen haben und dann diesen Mann gesehen haben. Das Besondere ist, dass wir hier, das weiß ich jetzt halt leider schon, dass wir hier, wir hatten die Brücke runtergelassen, das hilft natürlich nichts, wir sollen das hier zerstören. Und das C4 alleine hilft nicht. Ich speichere mal und gucke, ob wir das da noch direkt merken. Wir können nicht speichern, also speichere ich jetzt. Das kann ich jetzt kann ich es auch machen, weil ich die besiegt habe. Besiegt, ich habe es so leise gesprochen, weil es ist irgendwie in Anführungsstrichen, ich besiegt habe, sehr wohl nicht. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich die Anleitung sagt, ich soll das Plastiksprengstoff enchanten. Ein Stück C4 Plastiksprengstoff ist, sobald der Zeitzünder angebracht und aktiviert wurde, wird die Bombe nach 3 Minuten explodieren. Zeitzünder. Seit Jahrhunderten hat sich das Böse in dieser Grube konzentriert. Ungezählte Seelen wurden der Dunkelheit geopfert. Jemand muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Würde man hier eine Bombe platzieren, könnte man die ohnehin schon marode Stadt dem Erdboden gleich machen und alles, was sich in ihr befindet. So. Zeitzünder. Habe ich jetzt eigentlich nicht. Erstmal die magische Necke wieder aufladen. Ich habe mir jetzt gerade aufgefallen, bevor wir durch dieses Ding gegangen sind, lag da ein toter Soldat. Eventuell hatte der. Soldat. Da. Na, guck ja, und da leuchtet doch was. Das ist der Zünder. Das wird jetzt nochmal wiederholt. Damit wir auch ganz sicher sind, dass wir das zerstören. Ich glaube magisch nie, das ist kein Problem. Das ist noch Zeit. Ich helfe mal eben nach, damit es nicht zu lang dauert. Lässt eigentlich. Es sind noch 3 übrig. Aber ich werde trotzdem mit dem Zauber sprechen. So. Ich
Spinne, die uns folgt. Und zwar, was ich. Warte, ich kann mal speichern jetzt. Wo wir auch den Zeitzünder haben. Und jetzt will ich mal das ausprobieren. Ich hier einfach die Uhr anbringe. Also zunächst einmal, der C4-Sprengstoff und der Zünder wurden zusammengefügt. Jetzt sind sie eine scharfe Bombe. Sobald die Bombe benutzt wird, bleiben Mike 3 Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen. Würde ich sagen. Auch wenn die Bombe sehr viel Sprengstoff enthält, wird ihre Kraft nicht ausreichen, die Stadt zu zerstören. Es muss eine Möglichkeit geben, ihre Zerstörungskraft noch zu verstärken. Gut, das Spiel sagt einem so ganz eindeutig, was los ist. Also keine Zwischensequenz, dass man verloren hat. Das wäre auch sehr fies eigentlich. Und naja, die Lösung ist selbstverständlich magisches Item auf die Bombe zu sprengen. Gerade in der Rot-Variante ist diese Bombe jetzt besonders stark gegen die Magie von Celota. Mike hat jetzt selbst unter der Bombe aktiviert. Der Countdown hat begonnen. Als wolle sie eine Antwort darauf geben, geht ein tiefes Grollen durch die Anlage. Was für mich heißt, es sind wieder überall Gegner. Mike hat genau 3 Minuten Zeit, aus der verbotenen Stadt zu flüchten. Mike hat außerdem eine Stimme im Ohr, die das sagt. Als Feuerwehrmann. Sieht ihn wieder. Und da wir in Eile sind. Nein, waren wir. Doch. Moment. Der Timer sollte jetzt aus sein. Genau, wir sind jetzt hier. Sind jetzt da oben. Können dann auf der anderen Seite runtergehen. Müssten dann in diesen grünen Gang. Beziehungsweise, das ist glaube ich der gleiche, der ist nur der letzte. Gegner lassen uns gerade noch ziemlich eigentlich. Da jetzt irgendwie einmal nach oben. So, das ist jetzt. Ausgang ist da hinten. 2 minutes till detonation. Und jetzt tatsächlich nur nach oben. Und wir haben es geschafft. Thanks for coming. I didn't think you'd show. Look, I have no idea who you... I think you do. Just as much as I know, you know. Now let's be quick. The Guardians know where I am, and I won't last the night. But that's not the point. What's this? Something you need. Don't open it here. Only in privacy. They can sense it if it's not shrouded. Is it one of the artifacts? You must leave now, but there's something I have to do before they get to me. I can't protect you if they find us. Good luck!
Und so ist unser Großvater an das dritte der drei Artefakte gekommen. Und die Planeten bewegen sich weiter und sind jetzt genau in einer Linie. Das ist nicht gut. Und wir sind wieder bei Alex Rivers, dem Anwesen. Und ich muss mal eben eine ganz kleine Pause machen. So, da einmal nach einer kurzen Pause weiter geht's. Nein, die magischen Liebe muss ich nicht aufladen. Stattdessen muss ich mich so halten. Es ist ja der Zauber, der Zauber. Ich brauche ihn nicht, aber ich habe ihn trotzdem. So, dann kann ich auch eben und einmal Schapeichern. Und das wäre dann hier. Scheint kein Gegner zu sein. Allem Anschein nach. Hier ist es aber auch ruhig. Also wir haben ja eine Kurbel gekriegt im letzten. Hätten wir die jetzt kriegen müssen, meiner Meinung nach. Denn die Kurbel ist natürlich, wir haben eben in der Zwischensequenz das Observatorium gesehen und sehen jetzt hier einen Lichtstrahl. Und wir haben ja auch schon ein Lichtstrahlrätsel gehabt im letzten Dings. Und genau sowas müssen wir jetzt hier wieder machen. Nur, hier fehlt noch nicht tatsächlich. So, kann ich jetzt hier das Spiel justieren, einmal auf den nächsten und hier fehlt die Kugel, die Kurbel. Ach nein, sie setzt die immer wieder automatisch ein. Ah, okay. So, und zwar wollen wir die immer aufs nächste, das jetzt angezeigt wird. Und zwar ist das jetzt hier, wie sie... Wir können ja hier ganz eindeutig sehen, dass das hier die Weltkugel wohl das Ziel sein wird. Und es ist ein ganz komischer Mechanismus, aber der öffnet uns jetzt den Weg in die alte Stadt unter dem Gebäude. Jetzt können wir also in den Keller. Wenn ich nicht zu doof bin, da geht's lang. So. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht C4. So wie der weggerannt ist. Ein Paket, eingewickelt in braunes Papier, liegt innen vor der Tür. Ein Paket, eingewickelt in glattem braunen Papier. Es ist an niemanden adressiert und scheint hastig eingepackt worden zu sein. In dem Paket ist irgendwas. Und es ist die Essenz von Uliau. Das muss ich jetzt gestehen, hat nicht so ganz gepasst, dass die jetzt nochmal in ein Paket gebracht wird, weil
eigentlich hatte sie ja der Großvater schon gekriegt. Ne? Der Feuerwehrmann hat sie ihr gegeben. Das haben wir auch in der Zwischensequenz gesehen. Das war also so wahrscheinlich so, wir müssen jetzt irgendwie ihr das geben und wir müssen das Spiel fertig kriegen. Wie machen wir das? Ach ja, dann lassen wir das halt. Das wurde ihm ja in einem Päckchen gegeben, also kriegt sie das jetzt auch als Päckchen. So, prüfen. Wir haben jetzt alle drei als Essenzen, also sprich Mentorok, Chaturga und Ulyaov. Uns fehlt nur die von Xelotaf und das ist kein Wunder, weil die hat ja wiederum Pius Augustus. So, ich in einem Steiger natürlich einmal speichern nochmal. Da kann ich auch diesen hier nehmen, weil ich nicht wirklich was passiert. So, 16 Stunden spielen wir hier schon dran. Die Abdeckung wurde entfernt und ein Eingang, wie zu einem Bodenschacht, ist freigelegt. Eine Leiter führt ins die finstere Tiefe. Ob dies der Weg ist, den Edward gegangen ist, um die Stadt der Wächter zu betreten? So. Und hier ist direkt, das ist die Leiter, die oben versiegelt wurde, die zum Brunnen geht. Und hier können wir jetzt die Stadt der Wächter nochmal sehen. Die Stadt existiert, genau wie es in den Aufzeichnungen von Edward und Maximilian im Turm beschrieben wurde. Sie ist noch unbeschreiblicher, als Alex es sich vorgestellt hatte. Dies sind die Ruinen von Enkgar, die Stadt der Toten, die die Wächter von Xelotaf wie Parasiten in Besitz genommen haben. 9 große Türme lassen die umliegenden Gebäude klein erscheinen. Die Art ihrer Anordnung scheint absichtlich zu sein, fokussierend, um die Wellen der Energien in die Stadt zu leiten. Das kennen wir schon, wir müssen hier einen Zauberspruch sprechen. Einen 9er Zirkel Zauberspruch. So. Ich höre keinen Gegner. Es würde mich aber wundern, wenn hier keiner ist. Wir sehen jetzt, hier ist auch mehr kaputt. Es ist durch die Explosion vorher einiges kaputt gegangen. Das ist tatsächlich kein Gegner hier in diesem Bereich. Dann, da ich nicht nochmal durchrennen will, auch nochmal speichern. So. Und weißt du was? Tier, Park, Rick, Park, Park, Leon, Park. Das ist Auerboden. Der macht Aua. Und wir müssen einmal quer durch. Und wir können auch nicht mehr zurück. Gut, das wollen wir sowieso nicht. Von daher Auerboden, kein Problem. Durchlaufen, nur mit Glück überleben. Nein, ich will Erholung der Stufe 3. Und jetzt möchte ich nochmal hier Park, Rick, Park, Park, Park. Sein, dass es nur ein 5er ist. Also was ich jetzt
mache, ich setze mir die Aufhebung in der Flügel. Nein! Ich wollte sie doch zuordnen. So, auf die Taste hier. Ich will die Magie aufladen. Naja, das macht halt alles nur wieder etwas länger. Ist halt, unschön. Sie gerät auch schneller außer, da ist das Schild, schneller außer Atem. Tatsächlich bin ich eben, als ich den Zauber gesprochen habe, mehr oder weniger auf den Knopf gekommen. Ich wollte tatsächlich für das Menü kurz verschnaufen. Und dann laufen wir mal los. Da haben wir übelstes Glück, dass das lang gedauert hat, bis der erste Angriff getroffen hat. Richtung hier hin. Und jetzt will ich die magische Summe nochmal sprechen. Tier, pardon, Rick, pardon, pardon, Leon, pardon. So. Dann helfen wir hier nochmal nach, diesmal durchlaufen. Schließlich will ich jetzt noch das Schutzschild machen. Schutzschild. Nein, das reicht nicht aus. Nehmen wir dieses Mal das Lilane. Vielleicht ist das ja sogar stärker. So. Rennen, weil wir müssen ja dann auch die Aufhebung da hinten sprechen können. So. Kurz verschnaufen. Speichern. Und los geht's. Diesmal nicht weit laufen, bis wir zum ersten Mal getroffen wurden. Auch ein bisschen Glück im Spiel zu sein. So, und jetzt schon durch die Tür. So. Hier ist jetzt auch eine der Säulen kaputt. Das Podium ist so schwer beschädigt, dass es eigentlich nur noch aus Schutt und Staub besteht. Sollte es jemals wieder benutzt werden, müsste es vorher gründlich renoviert werden. So, ich will auch erstmal hier. So, und dann speichern wir nochmal. Mache ich auch hier hin. Und jetzt sieht man auch, es ist kein zweites, kein
keine zweite Figur da und das sagt uns, wir spielen halt jetzt wirklich Alex. Wir spielen ihr Kapitel. So, und tatsächlich ist hier noch das ein Teil der zerbrochenen Sockelplatte. Also ein Teil von dem Podest. Noch ein Teil von dem Podest. Und dann können wir das mixen. Können das mit dem magischen Item wieder reparieren. Das ist ja wohl... Nein. Vor langer Zeit setzte Edward Royvis diese Felder ein, ohne der Stadt der Wächter auszulöschen. Alex muss die Macht des Liche brechen und seine Pläne, den Alten den Weg in die Welt zu ebnen, vereiteln. Gemeint ist des Lichs und gemeint ist unser Freund Pius Augustus. So, ich muss mich schon mal hinstellen. Und eigentlich müsste ich jetzt den Zauber wieder anwenden. Weil die Platten sehen zwar genauso aus wie die Pius schon gesehen hat, wo er die Essenzen der Alten fand. Aber ehrlich gesagt, das Ding war so marode, das hätte eigentlich nicht einfach funktionieren dürfen. Nun gut. Wir nehmen also die Essenzen und knallen sie drauf. Mentorock. Uljaoth. Und... Und Chatburger. Und das ganze Ding aktiviert sich wieder. So, jetzt ist die Frage, welchen Zauberspruch wir sprechen. Ich würde ja mal sagen, ich speichere einfach erstmal. Und nein, ich höre noch nicht auf, natürlich. Damit wir hier so auch noch keine Entscheidung getroffen oder irgendwie. Und aktiviere erstmal die erste Platte, weil das war, glaube ich, auch einfach nur ein Tag. Kann man noch nicht viel verkehren machen. Ein bisschen Pfeffer. Dann hat die Gelegenheit wieder eine magische Attacke. Ich muss sprechen eigentlich. Sondern zuzuordnen. 3 Punkte. Das hier auf diese Taste. Aber die Trapper sind hier trotzdem zu. Der Typ zurück bewegt sich. Ich gucke, ob ich speichern kann. Jawohl. Dann machen wir das. Jetzt kommt schließlich die Gefahrenstelle. Jetzt müssten ja wohl Gegner oder so. Okay, noch nicht. Hier ist noch nichts. Oh, okay. Hier ist aber ein Boden. Ah, okay. Ich verwende einfach mal den Erkennenspruch. Choke ist der Bodenherrscher. Ja, okay, das war ein einfaches Rätsel. Hier musste man einfach den Erkennenspruch verwenden. So. Jetzt kann ich natürlich den Hebel nicht umlegen. Muss ich das überhaupt? Oder kann ich wieder zurück? Ich habe mich. Ist hier. Ach, hier ist es schon offen. Okay. Dann. Tier Park Rick. Park. Park. Da wir jetzt wohl wieder in diesen Gang zurückkommen, auch das Schild. Da war es zu flott, der Spruch war noch nicht zu Ende. Ich mache mal direkt zuordnen. Und zwar da. Sich immer an, gerade so als wenn ein Gegner da ist, der sich hinhält.
entfernen. Ja, eigentlich, haben wir keine Wahl. So, jetzt ist die Frage, welcher Zauber? Gucken wir doch mal die Zauber durch. Also, magische Seite macht keinen Sinn. Erholung macht keinen Sinn. Erkennen nicht wirklich. Isolierung, ist das Kraftfeld? Nein, wir wollen jetzt endgültig die Pläne des Lichts kreuzen. Aufhebung. Aufhebung hatten wir schon. Die Kreaturen sind ja vernichtet worden. Schild macht keinen Sinn. Magische Attacke vielleicht. Magische Summe eigentlich nicht. Fessel vielleicht. Die Sache ist die, ich weiß ja die Lösung schon, deswegen sage ich es einfach. Wir haben in der Zwischensequenz gesehen, wie eine Kreatur schon beschworen wurde. Also Xelotaph ist ja schon in unserer Welt, ist ja schon beschworen worden. Und tatsächlich konnte man da auch sehen, dass ein 9-Punkt-Zirkel verwendet wurde. Und es wurde da, war ich mir sicher, da habe ich auch noch gesagt, ah ja doch, da kommt die Andeutung. Da wurde angedeutet, wir müssen hier jetzt Chaturga rufen, der dann Ulyaov Xelotaph bekämpfen wird. Das heißt, tatsächlich brauchen wir jetzt hier Tyr und Aratak. Und ich würde sagen, das ist dann auch genau das, was wir nächstes Mal machen. Wir rufen Chaturga zur Hilfe, dass die beiden sich bekämpfen. Jetzt sage ich aber erstmal Ciao Miau und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also tschüss, bis dann. Ciao Miau.